Lilum, heute mal ein kleines Video vom Debian Desktop. Debian habe ich mich mal jetzt ein bisschen mit beschäftigt. Ich hatte jetzt ein bisschen Luft. LSB Release minus A. Das ist Debian 7.0 Codename Wheezy. 7.0 Wheezy. Hier schon ein bisschen optisch angepasst. Normalerweise kommt ihr auf einen ganz normalen GNOME. GTK3 Desktop und ich habe jetzt beim Login schon gewählt GNOME Classic. Dann habe ich mir noch über Art GNOME.org hier zum Beispiel die Fensterrahmen, andere Themes runtergeladen, installiert und auch andere Icon-Thema installiert, sodass die Symbole für das Öffnen der Ordner und so weiter ein bisschen hübscher aussehen. Ansonsten ist es weitgehend unverändert und das Hintergrundbildchen war auch schon dabei. Die Wüste Gobi. Oder so. Oder so ähnlich. Gut. Was haben wir hier? Systemeinstellung. Gut, hier haben wir den GNOME Classic Modus. Mit dem typischen GNOME Panel. Sehr schön. Ne? Kennen wir alles. Wunderbar. Unterschied bei Debian. Wir haben hier eine Root Terminal. Der Root wird hier nochmal deutlich schöner abgetrennt von dem eigentlichen Benutzer. Das heißt, der eigentliche Benutzer unter Ubuntu zum Beispiel hat sofort mehr oder weniger Rootrechte, eigentlich nicht wirklich. Aber er ist sofort in der Sudoers-Liste. Er kann mit sudo sofort was machen. Hier macht man gar nichts mit sudo. Entweder arbeitet man ganz normal im Terminal, wenn man zum Beispiel Record My Desktop zum Aufzeichnen dieses Videos starten will. Oder man nimmt das Root-Terminal, um administrative Sachen zu machen, zum Beispiel was zu installieren über apt. Ne? Ansonsten ist es nicht viel anders als das normale Ubuntu, aber es wäre sehr viel freier von irgendwelcher überfrachteten Software. Zum Beispiel gibt es nicht so ein überfrachtetes Softwarecenter mit Spam, dass da oben ständig Werbung für irgendwelche Dinge kommt, die man nicht braucht, oder dass man die Privatsphäre wieder zurückschrauben muss, oder Werbung für Amazon oder ähnliches, wobei Amazon nichts Verkehrtes ist. Gut, jedenfalls habe ich das mal installiert, dann habe ich mir noch ein bisschen was dazu installiert. Barrierefreiheit haben wir Orca, Büro haben wir LibreOffice, haben wir alles drin, wunderbar. Also LibreOffice Calc, so ähnlich wie Excel, LibreOffice Draw, Mal, Dingenskirchens, Impress, so ähnlich wie PowerPoint und Writer, so ähnlich wie Word. Und ähnliches Grafik, GIMP war bei mir direkt mit dabei. Sehr schön, Shotwell Simple Scan. Kennen wir schon? Dokumentenbetrachter für zum Beispiel PDF-Dateien und so weiter sind natürlich dabei. Gut, das E-Mail-Programm habe ich geändert auf Ice Dove. Ice Dove ist nicht doofes Eis, ne? Wir sind hier in der Wüste. Ice Dove ist der Thunderbird auf Debian. Ja, das ist der quasi ohne spezielle Logos, die dann nicht frei sind. Hier legt man Wert drauf, dass es alles frei ist von irgendwelchen Copyrights oder ähnliches. Ice Dove ist aber identisch mit dem Thunderbird. Bei der Installation über Synaptic darauf achten, dass ihr auch die deutschen Pakete mitnehmt. Iceweasel ist der Webbrowser. Ist das gleiche in grün wie Firefox. Ja, Hilfe über Iceweasel 17.06. Das ist im Prinzip das gleiche in grün. Standard-Suchmaschine kann man hier schön umstellen. Ne? Das war vorher auf Google und Yahoo und Bing. Die oberen drei verwende ich momentan nicht. Deshalb auch dieses Video ursprünglich, falls ich es nicht inzwischen schon wieder geändert habe, nicht auf YouTube gehostet. Dann habe ich die Standard-Suchmaschine auf duckduckgo.com geändert. Und dann gucken wir mal Debian. So, Debian. Debian, sag ich ja immer gerne. Debi und Ian. Oder so ähnlich. Sieht's ja aus. Hier, Debian. Gut, da habe ich es runtergeladen. Debian besorgen. Ja, dir werde ich es jetzt besorgen. So, ISO Images, ne? CD wollen wir mal runterladen. Und dann kann man die zum Beispiel über HTTP runterladen. Es gibt noch andere Runterladen-Methoden über Torrents. So. Offizielle CD-Image der Stable-Veröffentlichung. Und dann gibt es die verschiedensten Prozessorarchitekturen, AMD 64 zum Beispiel. Oder allgemein i386, das geht so ziemlich bei jedem. Den hier würde ich nehmen, wenn ich sehr, sehr viel RAM hätte bei, was weiß ich, oder 10 Prozessoren oder wie auch immer.
Den hier habe ich mir geladen. Und Hinweis war in der Installationsanleitung, dass man erstmal nur die CD1 runterladen soll. Den Rest besorgt er sich eh bei der Installation aus dem Internet. Also das passt auch auf eine CD. Habe ich zunächst auf einem USB-Stick. Auf dem USB-Stick kam ich mit dem Startmedienhersteller nicht klar. Ich konnte diese ISO nicht auf ein USB brennen, in Anführungszeichen, weil es dazu einer Fehlermeldung kam. Anscheinend ist da irgendein Schrägstrich drin in der Release-Bezeichnung. Aber dann habe ich es auf eine ganz normale CD, also kein DVD, diese eine ISO-Datei runtergeladen auf eine CD mit einem CD-Brennprogramm, zum Beispiel K3B, und ganz normal installiert. Gut, das Installationsprogramm erinnert sehr an die Alternate-Version, die ich sehr, sehr gut finde. Das Alternate-Installationsprogrammchen, das rein textbasiert ist, finde ich richtig pfiffig, finde ich richtig gut. Und hat natürlich auch noch mehr Optionen. Und da wird man auch nach einem Root-Passwort gefragt bei der Installation. Es kann aber sein, ihr habt irgendwelche proprietären, wie auch immer, Sonderdinger wie WLAN oder sowas. Ne? Da kann es sein, dass er erstmal sagt, nee, habe ich nicht. Ne? Weil man versucht erstmal ohne diese Sonderdinger auszukommen. Ne? Also irgendwie ganz ohne unfreie Dinge, die dann irgendwie nur im Copyright eines bestimmten Herstellers, zum Beispiel des WLAN-Herstellers, des WLAN-Chips oder so ist. Ne? Auf WLAN konnte ich hier locker verzichten. Heißt aber nicht, dass es bei euch nicht geht. Gut, funktioniert alles wunderbar. Systemeinstellung kann man wie gewohnt, sieht auch sehr ähnlich aus wie bei Ubuntu, hier alles schön einstellen. Ne? Und hier zum Beispiel bei Ubuntu musste man mittlerweile hier noch was einblenden, rechtliche Hinweise, dass die ja mehr oder weniger da so ein bisschen Werbung drin haben, Amazon und wie auch immer. Und wenn man das nicht will, muss man das bei Ubuntu wieder zurück und hier hat man das gar nicht. Gut. Standard-E-Mail-Programm habe ich von ursprünglich Evolution, wie gesagt, auf Ice doof gemacht, ne? Was nichts anderes ist als der Thunderbird, heißt nur anders. Ne? Ich konnte meine Einstellung vom anderen Rechner auch die Thunderbird-Einstellung locker übernehmen. Es gibt ja zum Beispiel beim Thunderbird, ich drücke jetzt mal STRG-K, einen versteckten Ordner .thunderbird und hier heißt er halt .ice doof. Das heißt, alles, was bei mir sonst in .thunderbird war im Unterordner, habe ich da reinkopiert, hatte ich sofort meine kompletten E-Mail-Einstellungen übernommen. Was mir auch aufgefallen ist, hier war sofort bei, auch ohne dass ich vorher was gemacht habe, zum Beispiel im Iceweasel-Browser, war sofort Adblock Plus drauf. Ne? War sofort drauf, musste ich gar nicht erst nachinstallieren. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr schön. Gut, wenn ihr die Standardsuchmaschine wirklich mal ändert, wird die ist ja standardmäßig auch auf Google, glaube ich, gewesen. Erstmal habe ich es, wie gesagt, da umgestellt und dann war ich das erste Mal auf DuckDuckGo. Habe ich diese Seite ja aufgerufen gehabt und bearbeitet in Einstellung die Standardseite auf DuckDuckGo gesetzt. Gut, wunderschön. Ansonsten das gleiche wie beim Firefox. Sehr schön. Gut, dann, weil das so ein schönes GNOME-Dingenskirchen ist, konnte ich mir dann bei Bedarf die entsprechenden Programme einfach hier auf den GNOME Classic Panel setzen. Mit Alt und Rechtsklick könnt ihr das verschieben oder wieder aus dem Panel entfernen oder mit Alt-Rechtsklick auf ein Symbol hier, wie gesagt, dann irgendwas machen, irgendeine Aktion oder nach unten, nach oben, wie auch immer, wie ihr es haben wollt. Oder das Panel selber anpassen, Alt. Rechtsklick, Eigenschaften des Panels, so wie man es von früher kennt. Sehr schön. Oben, unten, links, rechts, Hintergrund einstellen. Fertig ist die Kiste. Wunderschön. Gut, wollte ich nur kurz gezeigt haben. Gut, das Hintergrundbildchen, wie gesagt, konnte man sich auch anpassen. Dann eine Systemeinstellung, Hintergrund. Sind sehr schöne Hintergrundbildchen dabei. Ne? Sehr, sehr schöne Hintergrundbildchen, auch teilweise farblich leicht abgestuft. Könnt ihr euch nach Lust und Laune so einstellen, wie ihr das gerne hättet. Ein paar Blümchen oder auch nicht. Ansonsten auf GNOME Art mal schauen. Gut, ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.